Ein Christbaumbrand simuliert in einem Übungshaus der Feuerwehr. So oder so ähnlich passiert es in der Weihnachtszeit zigfach in Österreich. Mehr als 4000 Brände ereignen sich pro Jahr. Jährlich sterben etwa 30 bis 40 Menschen an den Folgen eines Feuers. Dabei beginnt es meist ganz banal. Da wird die Bratpfanne auf dem Herd vergessen, das heiße Bügeleisen stehen gelassen oder der Heizstrahler nicht abgedreht. Gerade elektrische Geräte können durch einen technischen Defekt in Brand geraten und stellen potenzielle Risikofaktoren dar. Brandgefahren im Haushalt lauern überall. Doch das größte Risiko ist der Mensch selbst. Wie eine aktuelle Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt, wird die Brandgefahr in den eigenen vier Wänden generell stark unterschätzt. Nein, außer Wasserleitung und irgendeinen Fetzen, den ihr über Flamme drüber schmeißen könnt, gibt es bei mir eigentlich nichts. Solltet eigentlich einen Feuerlöscher haben, habe ich aber nicht. Einen Feuerlöscher haben wir schon, aber den haben wir in der Garage. Ich wollte mir irgendwas braten und die Öl habe ich hingestellt, die Öl habe ich aber vergessen. Ist zu heiß geworden und ich habe mit Wasser löschen. Also ich wollte mit Wasser löschen und eine riesige Flamme ist gekommen. Und dann die ganze Küche haben müssen renovieren lassen. Und jetzt vor Weihnachten, treffen Sie da spezielle Vorkehrungen? Nein, eigentlich nicht. Wegen Christbaum meines. Also, nein, brauche ich nicht. Große Balkon, die da wieder rausgeworfen und fertig. Haben wir Weihnachtsfeier. Naja, die Gefahr geht natürlich, schwebt natürlich immer mit, aber eine große Angst haben wir da nicht, dass was passiert. Wir haben nur eine Natur stehen dort mit, ohne Beleuchtung. Wir tun nur mal so aufhängen und so. Weil es kann sein, wenn du nicht daheim bist, dass da vielleicht was passieren kann. Nicht? Durch Kurzschluss oder wie auch immer. Bei Fettbränden darf man auf keinen Fall Wasser verwenden, wenn der Brand ein Ausmaß erreicht hat, wo man der Meinung ist, es ist wirklich eine Gefährdung, dann ist das Beste, man zieht sich zurück, warnt die anderen Personen, die Türen möglichst schließen. Also man sollte beim Verlassen eines Bereiches, wo es brennt, die Türen hinter sich jedenfalls schließen, möglichst alle Türen, die Feuerwehr verständigen über den Notruf 122. 80-90% der Opfer kommen nicht etwa durch das Feuer selbst, sondern durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben. Bereits nach 3 Atemzügen kann der giftige Rauch zur Bewusstlosigkeit führen und nach 10 Atemzügen sogar zum Tod. Ein Rauchwarnmelder kann Leben retten und sollte daher in keinem Haushalt fehlen. Lange bevor Feuer und Rauch eine Flucht unmöglich machen, werden die Bewohner lautstark gewarnt. Ein Rauchmelder ist schnell installiert. Ebenso wichtig ist ein griffbereiter Feuerlöscher, denn ein Handfeuerlöscher kann zum Lebensretter werden. Die Bedienung der Löschgeräte sollte man nicht erst lesen, wenn es brennt, sondern die sollte man intus haben. Wir haben hier einen typischen tragbaren Feuerlöscher, der wie folgt in Betrieb genommen wird. Die gelbe Sicherung, die ist plombiert, herausziehen, sich mit dem Körpergewicht auf den Taster hinauflehnen. Etwas warten, kurz, und dann mit dieser Pistole das Löschmittel abgeben.